Hallo zusammen, heute wieder ein Video über den Katalog. Und zwar geht es um die Seite 21, um diese Kühlbox, die B46 GT Gefriertruhe. Wir haben die Standard, die S, die kostet auch nur 600 und irgendwas und die kostet das Doppelte. Und die hat jetzt hier eine Temperatur von minus 35 Grad. Hier hat sie nur minus 32 Grad. Aber das sage ich euch warum. Und hier oben seht ihr Wodka gefrieren mit 12 Volt Batteriestrom. Ja, die Leute, die gibt es jetzt, die sagen, Wodka kann gar nicht gefrieren. Ja, bei euch zu Hause in der normalen Tiefkühltruhe nicht, weil die macht ja nur minus 25, vielleicht macht sie auch minus 30 Grad. Und die Sonde liegt hier unter dem Wodka. Und hier habe ich Wodka Gorbatschow, 37,5%, und der ist hier effektiv gefroren. Ich stelle den hier hoch, kommen wir dazu. Wodka, also so billigen mit 37%, der gefriert etwa bei minus 36 Grad, vor war mehr, minus 36 Grad, und ja, durch das Gefrierte. Warum brauche ich Wodka gefrieren? Ich brauche ja nicht den Wodka zu gefrieren, sondern ich brauche Kühlleistung. Wenn ich eine Außentemperatur habe von 50 Grad, packt diese Box noch immer minus 20. Also Lebensmittel zu transportieren, Kühlkette einhalten, Tiefkühlkette einhalten, im Pkw brauche ich sowas in die Richtung. Oder ich will damit Ware gefrieren. Die Box ist genau gleich groß innen und außen wie unsere Standard. Da verlinke ich dann das Video am Schluss. Und hat einfach einen 3x stärkeren Kompressor drin. Punkt. Hat eine andere Anzeige. Hat einen Industrieregler, weil der Standardregler geht nicht so weit runter. Aus diesem Grund der einfache Regler. Wir haben auch hier, ihr seht, ich habe hier eine, die schon ein bisschen hart, richtige Dichtung, die richtig abschließt. Um diese Temperaturen zu erreichen, brauche ich das. Ich habe hier den Wodka wieder und jetzt sehen wir hier, noch nicht, der taut noch nicht auf. Ja, geht noch ein bisschen länger. Der taut dann irgendwo bei minus 35 Grad auf. Und ihr kennt ja das Spielchen, wie man so eine Flasche trinkt oder den kleinen Deckel wegschrauben, auf die Nase drücken. Ein Arm links raus, ein Arm rechts, Flasche ins Mund, links raus, rechts und ein Bein anziehen und dann ex. Nur, wenn der gefroren ist, kommt nichts raus. Ja, jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, Wodka kann nicht gefrieren. Ich habe hier noch Wodka anderes Datum. Ihr seht vielleicht hier dieser Wodka, Flasche ein bisschen wärmen, der ist nicht gefroren. Das ist richtig Wodka. Der hat 95%. Das ist ein Spiritus, ist original zu. Ja, für einen kleinen Alkoholiker wird das reichen, denke ich. Ja, das ist die leistungsfähigste Serie-Kühlbox auf dem Weltmarkt. Braucht man nicht. Ich denke, man braucht es nicht unbedingt, außer man will eben Ware einfrieren. Standard-Kühlbox hat 500 bis 800 Gramm Gefrierleistung am Tag. Und hier reden wir von 7 Kilo. Der Stromverbrauch ist dann aber auch dementsprechend. Der Stromverbrauch, der steht hier im Katalog drin, logischerweise. Den Katalog könnt ihr euch runterladen oder auf der Homepage, erste Seite, kann man den runterladen. Hier ist die Seite. Bei minus 18 Grad innen, 25 Grad außen, braucht das Teil 22,5 Watt. Bei 43 Grad außen das Doppelte.
Morgen zeige ich euch noch ein bisschen die größere Box oder vielleicht auch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich zeigen soll. Komm, da mache ich euch das Video dazu. Hier unten das Video von der gleichen Box, aber zivilisiert, die nur die Hälfte kostet. Geht auch nur bis minus 22 Grad. Und hier könnt ihr mir ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.